turns while swallowing up each and every being in this town. Hopes, hearts, everything is falling down. Far away in the skyline, crowd of apparitions crawling around. It's calling, it's calling, growing. It's a fight for a paradise, fight for our lives. So keep holding on until we break the spell. Be yourself, reach for the light in darkness and despair. If there comes a time when you are falling down, I'll be your savior. I'll be your savior. Muschimusch, liebe Artgenossen, liebe SAP-Army, liebe Freunde und Fans von Videospielen, mittendrin statt nur dabei, wir machen weiter mit Astral Chain, wölfisch-silvarische Polizeiarbeiterei, Ermittlerei, geht auch. So, und wir sind mitten im Spiel, ich guck mal eben, ob alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, sieht so aus, wenn es klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, es bleibt so. So. Und Lothar Gitter. Verkehrsregelung 3. Ja, die habe ich ja beim letzten Mal abgebrochen, weil es mir zu nervig war. Aber jetzt gehen wir da mit purer Begeisterung an. Ja, ja. Klar, warum nicht? Ich stehe auf Minispiele. Kotz. Nein, brauche ich nicht. Okay. Also den hier kriege ich nirgendwo hin. Das heißt, ich muss den erstmal hochschieben. So. Naja, ganz so hoch nun auch wieder nicht. Lass ihn erstmal da. So, dann schiebe ich den dahin. Den dahin. Und dahin. So. Dann, ja. Hab ich schon wieder verkackt. Und doch nicht den. Den nochmal weg. So. Lass ich den erstmal da stehen. Schieb den hier erstmal weg. Das bringt ja auch nichts, weil da komme ich ja auch so nicht raus. Hä? Okay. Machen wir das mal ganz kompliziert, so. Ganz unnötig kompliziert, so. Damit wir überhaupt an irgendwas rankommen. So. 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 So, erstmal. Dann als nächstes. Das Gefühl, das war auch falsch. Das zurücksetzen nochmal. Mhm.
Ich habe eine Idee. Den hier schiebe ich erstmal nach unten. Nicht den, den. So. Dann schiebe ich den hier ganz runter. Weil der ist nur im Weg. Der nervt, der stinkt, der ist im Weg. Also kommt er weg. So. Weg ist er. Dann kommt der hier erstmal weg. So. Indem ich den jetzt dahin schiebe. Den schiebe ich mal komplett nach unten. Der nicht mehr stört. So. Dann schiebe ich den auch hier rein. Das schon mal geklärt. So. Bums, auch erledigt. Dann schieb ich. Okay, ich hab's. Dann schieb ich den da rein. Obwohl, nee. Doch, ich hab's. Doch, ich hab's. Glaube ich zumindest. So. Den da rein. Nein, da rein. So. Und den schiebe ich rüber. Noch ein Stück. So. Obwohl, ich muss den Bus erstmal, ne? Sonst kriege ich den da nicht aus dem Weg, oder? Obwohl doch, kriege ich doch, kriege ich doch. Kriege ich doch. Ich stelle mich hier hin. Ja. Ist mir scheißegal, wie lange das dauert. Ich habe ja Zeit. Von daher. So, den Bus. Schieben wir hoch. Noch ein Stückchen hoch. Scheiße, geht nicht. Na gut. Dann eben ein bisschen anders als gedacht. Schieben wir das Ding noch weg. So. So. Kommt der Bus wieder vor. Ich dachte, ich hatte es gerade. Aber irgendwie. Noch nicht so ganz. Das Problem ist diese Verschiebregeln, ne? Die sind einfach nur scheiße. Aber ich glaube, jetzt habe ich so. Den. Schieben wir so. Es reicht ja, wenn ich hier um die Ecke dann den da einschiebe. So. Das hat mir erledigt. Jetzt muss ich den nur noch. Obwohl, dann kann ich auch eigentlich hochschieben. Ist egal. Obwohl, nee. Hochschieben geht nicht, weil ich dann ja. Okay, unterschieben. Dann schieben wir den halt runter. So. Und so. Und dann nochmal von hinten anpacken und dann haben wir es. Da. So. Und so. Freiheit. Für den Bus. Oder für den Verkehr. Keine Ahnung. Super, das sollte jetzt wirklich alles gewesen sein. Wir haben den Rest der Straße zur Sicherheit schon überprüft, damit es keine Überraschung mehr gibt. Sehr schön. Ein Premium-Materialcode, jawohl. Das hat sich doch schon mal sehr, 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 gelohnt. Warum ist der Stream offline? Sekunde. Mixer hat wieder seine Connection-Anfrage. Wozu macht man diese scheiß Review, wenn die Connection trotzdem immer wieder abbricht? Das sind doch einfach nur Dinge, über die man sich aufregen kann, oder? So, Browser. Kurze Info. Alles angenommen, wunderbar. YouTube lädt immer noch, warum auch immer. So. Ach, einfach fantastisch. So, Schützenhaus,
Bildung. Billys Vergangenheit. Das ist 2. Da sind noch 2. Ich verstehe den Aufbau dieser Straßen nicht, ne? Unnötig kompliziert, muss ich sagen. Aber irgendwie werden wir das schon finden. Ich gehe jetzt einmal über lang und guck nach. So. Hier war, glaube ich, aber nichts. Oder? Oder nichts mehr. Nee, hier sind wir schon fertig. Die nächste Verbindung. Da. Da war ich noch nie. War ich auch noch nie. Gebiet hat echt ein beschissenes Layout, ey. Ah, es gibt ja eigentlich nur diesen Weg, von daher. Sollte es da vielleicht lang gehen. Katze, die Tür ist auf! Spinn nicht rum. Kann ich aber nicht annehmen, oder? Ja. Kira, die Tür ist auf! Die Tür ist auf! Nee! Nein! Ja, siehst du? Tür ist auf! Oder ist der Dicke davor? Nö. Ja, geh doch raus! Oh, was ist mit dieser Katze los, ey? Moment. Geh doch! Ja, geh doch! Da, die Tür ist offen! Blöde Kuh. Also ehrlich. So. Hier war ich aber auch schon, ne? Das ist der Verkehrsdistrikt, nenne ich ihn mal. Aber hier war ich noch nicht. Weil es da auch nirgendwo lang geht. Hier war ich auch noch nicht, weil es hier auch nirgendwo lang geht. Okay. So langsam kann ich die Sackgassen ausgrenzen. Da geht's nirgendwo lang, da geht's nirgendwo lang. Da war ich. Hier war ich auch. Da war die Katze. Da muss ich jetzt wohl hier lang. Auch auf die Gefahr hin, dass es hier zum Story Arc geht, aber ich glaube nicht. I have a feeling we'll have our hands full if we put it off until later. Die schaffen das schon. Okay, let's head for the roof. Ja, ich komme ja von nirgendwo an die Dinger ran. Ich meine, wo sind hier Zusatzwege? Hier ist nichts. Das Stadtlayout ist entweder zu beschissen. Oder ich komme zu diesen Wegen nicht hin. Ich komme zu diesen Orten noch nicht hin. Eins von beiden geht nur. Hier ist nichts. Ich würde super gerne den anderen helfen, aber es geht halt nicht. Himmelpromenade, ja super. World Plaza Brücke. Auch super. Wie komme ich darauf? Es gibt hier keinen Zugang, es gibt kein nach oben klettern, Treppe oder sonst was, die mir helfen kann.
Nur die normalen Zugänge. Ansonsten hier kann ich nicht lang. Aua. Au. Okay, hier ist noch ein Item. Unnötig kompliziert die ganze Scheiße hier. Hier sind die Verkehrsausschüsse, hier ist auch nichts. Ich komme hier auch nicht auf die Brücke. Gibt keine Zugänge. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube aber nicht. Und das ist doch der einzige Weg, der Zugänge hat. Sollte man meinen. Kann ich hier nochmal gucken, aber hier ist auch, glaube ich, nichts. Nö, da ist nur wieder der. Aus dem anderen kam ich ja. Stimmt. Da hat nichts Zugänge. Nichts führt zu irgendwas, also Pech. Kann ich den anderen nicht helfen. Würde, aber ich kann nicht. Weiß jetzt nicht, warum das nicht geht. Willst du mich verarschen? Hier sind noch die beiden anderen Fälle. Ne, Portale auf dem Dach, das sind wieder andere. Dann schauen wir uns noch mal um. Ich garantiert irgendein Portal schließen. Hallo Crappled, Crawford. I hope I speak it out correctly. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, je nachdem. Deutsch oder Englisch. Hey, I thought you'd never show up. Klingt irgendwie besoffen. Avery and I have been waiting for 30 whole seconds. Echt schrecklich. Das geht ja gar nicht. Now that you're here, I want you two to start with the corridor towards the back. Let's wrap this up fast and easy, okay? You're welcome. Okay. Portalschließung. Kein Problem. Ja, doch ein Problem. Ich komme da nicht ran. Könnt ihr da mal weggehen? Jenna Anderson hat einen interessanten Weg gefunden, chimärische Kontamination zu beseitigen, ob nun bewusst oder nicht. Ich frage mich, ob das ihre Absicht war. Oder ist es nur eine Begleiterscheinung? Ja, ich würde das Portal gerne entfernen, aber geht nicht. Könnt ihr mal eure Dinger da wegnehmen? Ich will das Portal schließen, ihr Penner. Mach ich trotzdem.
Ist das nicht ernsthaft, dass diese Barriere mir auffällt? Ach, kann ich mal aufladen, den Schuss? Interessant. So. Sollte euch wohl eine Leere sein. Oh nö, nicht noch eins. Ich würde das Baby ja gerne in Ketten legen, geht aber nicht. So. Kommt auf, wenn man mit Portalen spielt. Und jetzt müssen wir wieder in die Astralebene. Ach du Scheiße, zwei Demos? Nein, habe ich nicht, kein Problem mit, aber. C4, das ist kein Problem. Sollte zumindest kein Problem sein. Völlig losgelöst von der Kette fliegt die Legion völlig schwerelos und ich falle in den Abgrund. Ah! Jetzt komm halt her, Mistvieh. Haha, nicht getroffen. Aufladung wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Blöden Lücken jedes Mal, ey. Das kann man nicht einfach eine vernünftige Kampfstelle haben. Ich will kein Foto machen. So sehe ich aus, dass ich im Kampf ein Foto mache, wa? Ach, die Kette setzen wir nicht? Okay, dann werden wir ihn erst unter Strom setzen müssen und dann die Kette anlegen, wa? Sind wieder weg. Und weg war er. Zumindest für den Moment. Friss das! Geht doch. Noch mehr? Natürlich, Flugchimären. Und wie ich sie hasse.
Feuer! Und Feuer! Sehr schön. War eine neue Combo. Ich kann mal ausprobieren. Ja, aber nicht dabei in die Schlucht fallen. Ah, diese Löcher im Boden sind so dumm, ey. Und jetzt kommen sie alle zusammen, wa? Na klar doch. Was auch sonst. Oh, jetzt haben wir ihn an die Stromkette gelegt. Schön. Au. Bastard. Oh, wieso bricht dieser Stein jedes Mal? Das packt man doch nicht in die Mitte des Kampfes, ey. Kann ich mitbekommen, dass wir uns bei Dark Souls befinden? Autsch. Das kriegst du wieder, Freundchen. Hohoho. Der Move war nice. Das Timing war nur nicht so geil. Au, 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 au. Timing können wir noch ein bisschen arbeiten. Wieso klappt das mit der Stromkette nicht? Ja, danke, Hund. Oh, weiter. Ich konnte aus der Luft gerade nicht raus. Das ist blöd. Stirb! Oh. Na egal, Hauptsache besiegt. 70%, das heißt, sie sind noch nicht. Doch, die sind. Rang D oder so. Rang S plus? Was hast du denn gemacht? Das war doch voll scheiße. Extra rumlaufen. Das Portal nehmen wir auch noch fertig. Vor, durch, was auch immer.
Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Das ist ja gedrückt. Und 6. Ich würde mal sagen, das hätten wir auch geschafft. Das an der Wand sieht irgendwie aus wie so ein riesiges Portal. We need to take care of the gates first. Let's split up. I'll check this gate out. You take care of Red Matter cleanup and see if there are any more gates. Okay. Ich soll den Reiniger spielen, kein Problem. Auch noch mit Zeitlimit, super. Hm.
Du Arsch! Spiel. Ding. Ja, und ganz am Anfang wieder. Sowas liebe ich ja nicht. Danke. Geht doch. Geschafft. Ja, super. Das wird geil. How's it going on your end? I might be a while. It's a little bigger in here than I thought. Sorry, but you'll have to handle it on your own for a bit. I'll call when I'm out. Dann wollen wir da mal rein. Machen wir selber ein bisschen Ordnung, wa? Nochmal zum Ei. Thank you.
Das sind nur 48% gewesen. Wow. Das nenne ich mal arschig. Scheißdinger! Na super, die sind aneinander gebunden, ne? Geil! Was ist das für eine Scheiße? Dann geht das Spiel mit seinen Mechaniken echt auf den Piss. Man kann die Dinger nicht kaputt machen. Super. Man muss also getroffen werden. Geil! Jetzt verstehe ich. Dämlich ist das denn. Na, und schon wieder tot. Na, Glück gehabt. Keine Medizin mehr, keine Ahnung, was das bringt. Bringt auf jeden Fall nichts gerade. Und ich bin tot. Naja, ich bin fast tot. Scheiß drauf. Wie soll ich die Dinger denn verschließen vor mir? Da ist ja noch eine. Ja, komm, steh wieder auf. Ach, dafür sind die Batterien da. Okay. Okay, der kommt schon mal nicht mehr durch. Beschissene Kacke, ey. So. Ja, geil! Und natürlich verschieben die sich wieder zurück. Willst du mich verarschen? Alles für nichts, oder was? Danke und alles wieder zurück. Okay, beschissenste Stelle aller Zeiten. Was für ein dummer Scheiß. Das ist so lächerlich.
Das werde ich in der Zeit nie schaffen. Verkackt. That was tougher than I thought. I'm on my way back now. I've sent a location to your Iris. Meet. Hang on. Looks like your plate's not exactly clean yet. I guess I can lend a hand. Let's wrap this up and go home. Danke, ich will diese Scheißmission noch nie weiter machen. Can you two hear me? Listen carefully, because you'll want to hear this. I'm picking up the signal from Captain Howard's Legatus. It's weak, but it's definitely his. Weak, what? Where? It's really close to where you are now. Can you check it out? Yeah, of course. The signal's coming from Zone 36, near the Aqueduct service entrance. It's been sealed off for a few days. To people, at least. There's a bunch of gates around. There may be a chance he could have come through. But don't get your hopes up. I've tried calling him over and over, but he hasn't picked up. Okay, I've sent you the code you'll need to open the entrance. Get in there and find out the truth. Alles klar, dann gehen wir da mal lang. Vielleicht wird es jetzt wieder besser. I don't think the sound came from over there. Maybe we should leave the tracking to the Beast Legion. Iris, start up. Iris, shut down.
Schon gedacht, dass wir hier durch müssen. Sieht gut aus. Warum rennt sie weg? Scheint die richtige Spur zu sein. Okay.
Das war dumm. Oh shit. So ein Viech. Da hoch. War so klar, dass es nicht so einfach wird. Was soll mir das sagen? Okay, die Dinger gehen weg. Nur die ersten, super. Das lässt da irgendwas verschwinden. Ich habe keine Ahnung was. Ah, okay. Ich glaube, ich nur gerade alle Punkte gezeigt, die relevant sind für Zeitstreckung, ey. Ich rieche Zeitstreckung. Müssen wir
Kriege unnötige Spielzeitstreckung. So, Nummer 2. Und Nummer 3. Komm her. Jetzt komm her. So, Punkt verbunden. Fehlt aber immer noch eins. Muss ich dafür machen? Eine Paloma tanzen oder was? Sag nicht, die Dinger sind zeitbegrenzt. Da kotze ich auch mal richtig hart ab. Und du? Vielleicht hier irgendwas. Oben irgendwas. Von hinten in den Rücken schießen ist nicht gerade nett. So. Und wie es hinter diesem Tor weitergeht, erfahren wir nach der Pause. Frohes Schaffensein, bis gleich auf ein einsames Bye-bye, au and out.